Ja, willkommen zurück bei Freelancer. In der letzten Folge haben wir ja jede Menge Geld verdient und sollen jetzt Juni treffen. Sehen, ob da was im Logbuch dazu steht. Fürst Hakera, der hat also das gewisse Etwas, er war sehr bestimmt. Naja, Juni scheint ihn zu kennen, nicht, dass er in der Vergangenheit geholfen hätte. Hoffentlich sorgt ihr Heimatsystem für besseren Schutz als Bretonia. Ich begebe mich nun auf Besichtigungstour und kümmere mich um einige Shops. So oft kann ich ja nicht Tourist spielen. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt geht's wieder zu Juni. Da haben die wahrscheinlich jetzt das gesuchte Dokument oder Archivmaterial gefunden, was wir brauchen. Dann können wir gleich mal das neue Schiff möglicherweise in Aktion sehen. Da bist du ein bisschen spät dran. So, mal gucken, ob wir da smooth durchkommen. Sieht alles relativ friedlich aus. Neues Glück, möglicherweise. Hey. Los. Das Grafikfehler ist bestimmt mit irgendeinem Mod zu tun. Da auch dann die rotiert davon. So, jetzt. Ja, normalerweise ist es zwar schön, wenn die drehen, aber so schnell sollte es sich dann doch wahrscheinlich nicht drehen. Ich hoffe, das muss man da nicht landen. Leider ist es weg. So. Jetzt wird langsamer. Unbekannter Planet. Sehr merkwürdige Sache. Aber sonst haben die Mods alle recht gut funktioniert bisher, ne? Theoretisch nur Optik, glaube ich. Vielleicht kann ich das ja demnächst mal versuchen, wieder hinzubiegen.
Roger, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Gut, dann lassen wir uns von dem rotierenden Planeten mal nicht irritieren, sondern docken hier drüben an. Richten uns gerade aus. Jetzt ist hier mal kein Gefecht in der Nähe. So, und was soll ich hier? Shinagawa Station, New York System. Ich würde sagen, der Bar, ne? Treffen wir jetzt Juni. Da sind Sie ja. Ja, ich habe mich bereits gefragt, ob wir noch Partner sind. Ich musste länger suchen, als ich dachte. Trent, ich habe Nachricht von Fürst Hakera. Er sagt, der Proteus-Band und die anderen Museumsartefakte unterstehen jetzt Gouverneur Tekagi persönlich. Hakera kann uns nicht helfen. Was soll das heißen? Deswegen sind wir hier. Dazu muss man die Kusari-Gebräuche verstehen. Hakera ist Fürst, seine Position verleiht ihm Macht, aber legt ihm auch Grenzen auf. Er darf seine Position nicht gefährden. Jedenfalls habe ich eine Spur, aber Sie werden mir vertrauen müssen. Wenn wir das machen, machen wir es gemeinsam, klar? Sind Sie dabei? Selbstverständlich. Angreifen eines Transporters im nahegelegenen Honshu-System, der heimlich den Proteus-Band nach Rheinland bringt. Muss in einer Angriffstruppe der Bluttarn bei dem Versuch helfen, den Transporter abzufangen. Der Transporter ist schwer bewacht und wird mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Dieser Einsatz ist extrem schwierig. Die Verwendung eines leistungsstarken Kampfschiffs wird empfohlen. Und als Vergütung erhält man den Proteus-Band oder Proteus-Band. Aus diesem Grund sind die überhaupt nach Kosari gekommen. Na gut. Wieso nicht, wenn ich schon mal hier bin? Danke. Ozu, das ist Trent, von dem ich erzählt habe. Ah, Mr. Trent. Junko erzählt nur Gutes über Sie. Setzen Sie sich. Danke. Seit Junko nach Liberty ging, hat sich hier vieles verändert. Viele Traditionen sterben aus. Die Kulturen verschmelzen mehr und mehr. Verstehen Sie? Ich denke schon. Aber das Gesicht des Verrats wird sich nie verändern. Auch wenn wir schon seit Generationen dagegen ankämpfen. Ozu ist Lieutenant bei den Blutdrachen, einer Oppositionsgruppe, die sich gegen den Shogun stellt. Der Grund dafür, dass die Blutdrachen überlebt haben, liegt in ihrer Fähigkeit zur Anpassung, darin den stärkeren Gegner auszumanövrieren. Ohne sorgfältig gepflegte Beziehung wäre das nicht möglich, Mr. Trent. Was mich zu Ihnen führt. Man sagte mir, Sie und der Orden suchten ein gewisses Artefakt. Das stimmt. Den Proteus-Band. Erst jetzt in den Händen von Gouverneur Tekagi. Ja, Tekagi. Seit seiner Rückkehr aus Rheinland verhält er sich merkwürdig. Selbst für seine Verhältnisse. Unseren Quellen zufolge wird gerade ein Geheimtransport mit Artefakten von Tekagi persönlich zusammengestellt, der an den Kanzler gehen soll. Wir glauben, der Proteus-Band ist mit an Bord. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenig. Zumal Tekagi selbst den Transport begleiten könnte. Er setzt sich ab? Das glauben wir. Mit einem Geschenk an seinen neuen Herrn und Meister, den Kanzler. Unsere Vendetta mit Tekagi ist schon uralt. Leider bleibt uns nur noch diese eine Möglichkeit, ihn für seine Verbrechen sühnen zu lassen. Mr. Trent, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie und der Orden sollen haben, was Sie wollen. Wenn Sie uns helfen, Tekagi loszuwerden. Trent, Tekagi ist ein Verräter an seinem Volk. Er verdient den Tod. Tun Sie uns diesen Gefallen. Einverstanden. Hervorragend. Wir brechen sofort auf. Na dann. Hier noch was Neues? Tekagi nach Rheinland unterwegs. Die Sicherheit des Gouverneurs, der zu einem Treffen mit Kanzler Niemann unterwegs ist, um in der Angelegenheit der gesetzwidrig festgenommenen Kusari-Bürger zu intervenieren, gibt Anlass zu wachsender Besorgnis. Präsidentin Jacobi sagte, sie sei zuversichtlich, dass eine Einigung mit Rheinland erzielt werden könne und wies darauf hin, dass ein Vorgehen gegen den Gouverneur während des Staatsbesuchs prompte Konsequenzen aus Liberty und Bretonia nach sich ziehen würden. Na gut. Probieren wir mal unser Glück. Freelancer Alpha 1-1, hier Shinagawa. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Mr. Fenn, von hier nehmen wir die Handelsroute zum Honshu-Tor. Koordinaten empfangen. Trent, Sie übernehmen die Spitze. Meine Informanten melden, dass Tekagis Transporter gerade in der Yukawa-Werft auf Honshu andockt.
Er wird schwer bewacht. Offenbar nehmen sie zusätzliche Fracht an Bord. Ist es der Band? Höchstwahrscheinlich. Yukawa ist eine Kishiro-Basis. Tekagi gehört ein Großteil dieser Organisation. Blutdrachenjäger erwarten uns bei einem Sprungloch in der Nähe. Ich lade die Koordinaten hoch. Warum nehmen wir ein Sprungloch? Tekagi ist ein mächtiger Mann, Junko. Er hat überall Spione. Wenn wir den Transporter erobern wollen, müssen wir sie überraschen. Warum fliegen wir so langsam? Mehr Energie auf die Triebwerke! Hab ja schon gehört. Ist auch nicht schneller. So, das kann eine Weile dauern, ne? Wenn das so eine weite Strecke ist, wären wir bestimmt zwischendurch abgefahren. Weil die 30K hier ohne dass was passiert lang zu fliegen, kann ich mir gar nicht so richtig denken. Naja, gleich sind es ja nur noch 20. Da sind welche, die sind aber grün. Wir haben sie in Reichweite, erwarten ihre Befehle. Nehmen Sie Formation ein und folgen Sie uns zum Sprungloch. Nehme Formation ein. Kurs auf das Sprungloch setzen. Nur drei Schiffe? Die Zahl der Blutdrachen ist klein, Junko. Aber sie sind die besten Kampfpiloten in den Kolonien. Der Wegpunkt plötzlich woanders. Aber sie scheinen bald aufzubrechen. Ich sah mehrere schwere Waffenplattformen und Geleitschutz durch Jäger. Das wird nicht einfach. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wie ist unser Plan? Wir müssen schnell und entschlossen zuschlagen. Zuerst die Waffenplattform, dann die Jägereskorte anvisieren. Wie kommen wir zu dem Transporter? Wir haben einen Stoßtrupp in Yukawa, der den Transporter erobern wird. Wenn wir die Jäger eliminiert haben, fliegen unsere Leute den Transporter raus. Verstanden. Der Nebel gibt uns fast den ganzen Weg Deckung. Aber der Endanflug geht durch offenes All. Wir müssen so schnell wie möglich fliegen, ehe ihre Scanner uns erfassen. Jede Sekunde zählt. Das ist doch eine Waffenplattform. Hoffentlich halten die nicht so viel aus. Die Werft. Sind alle bereit? Drachen 1 bereit zum Gefecht. Drachen 2 bereit. Ich bin bereit, Ozu. Unsere ersten Ziele sind die Waffenplattformen. Alle Schiffe angreifen. Greift die anderen Jäger an. Die zweite Plattform ist weg.
Mission erfolgreich. Alle Schiffe, schaltet Jägereskorte aus. Noch eine Jägereskorte zerstört. Moment, ich bekomme einen Bericht vom Angriffsteam. Sie haben Tekagis Männer überrascht und sie festgenagelt. Hab noch einen. Sensei, aber das war es wert. In den Frachtcontainern sind Gold, Diamanten und tausende Artefakte. Sehr gut. Weiter in den Nebel vorstoßen. Doch keinen zurücklassen dürfen. Ne? Jetzt habe ich Waffen und sonst was verloren. Dadurch. Skyrail ist weg. So, na was ist jetzt? Warnung, Sensoreffizienz reduziert. Na dann stimmt wieder Rheinländer oder irgend sowas hier in dem Nebel. Vier Feindschiffe direkt voraus, Sensei. Junkov, Mr. Trent? Wir müssen diese Jäger ausschalten, ehe wir springen. Verstanden. Na los, Trent.
selber machen. Noch weiterfliegen. Wir sollten jetzt sicher sein. Der andere Flügel fällt auch gleich ab. Muss mich mal irgendwo reparieren. Sprung. Loch zumindest schon mal auf dem Scanner. Sehen, ob das vielleicht auch noch bewacht wird. Wir sind da. Dies ist das Sprungloch zum Chugoku-System, Mr. Trent. Sie bitte zuerst. Okay, warum ich immer zuerst? So, und jetzt? Identifizieren Sie sich oder Sie werden zerstört. Ihr Lieutenant Ozu. Alles klar, Patrouille. Wir haben Tekagis Transporter erobert und eskortieren ihn wie befohlen nach Kyoto. Ja, Sensei. Wir sind fast da. Junko, Mr. Trent, folgen Sie mir. Ich habe die Koordinaten. Trent, Sie übernehmen die Führung. Wohin fliegen wir? Nach Kyoto. Kyoto? Trent, das ist die legendäre Heimat der Blutdrachen. Ich kenne keinen, der sie je gesehen hätte. Ozu, Sie ehren uns. Nein, Sie ehren uns. Wir ehren uns gegenseitig. Das halten wir es mal so fest, ne? Na, wir haben die auch wieder angegriffen und wir müssen sie verteidigen. Noch ist nichts auf dem Scanner. Andocken. Na dann, spiel ein da. Hier feiern wir unseren Sieg über Tekagi und Edo. Hier bekommen sie, weshalb sie gekommen sind. Wir sehen uns bald. Na, das wurde fest. Haha, ich habe ja ganz schön gelitten. Sehen, was alles ab ist. Lieutenant Ozu, das ist erstaunlich. Wie lange leben die Blutdrachen schon in diesem Asteroiden? Seit Generationen. Aber durch Tekagis Tod wird das Shogunat Edo geschwächt und unser Sieg ist nah. Verzeihung, Lieutenant. Entschuldigen Sie. Sagen Sie, wie lange kennen Sie Ozu schon? Sie meinen, ob er schon immer ein radikaler Blutdrache war? Nein. Als ich ihn kennenlernte, war er ein hoffnungsvoller Politikstudent an der Kusari-Akademie. Was ist passiert? Die Welt verändert die Menschen, Trent. Selten ist es umgekehrt. Ozu ist der beste Beweis. Ich fürchte, wir wurden getäuscht. Es war die richtige Lieferung, aber wir haben weder die Artefakte noch Tekagi. Ja. Er war nicht bei dem Transport, wie man uns glauben machte. Es gab eine Änderung. Und was machen wir jetzt? Ich werde umgehend Erkundigungen einholen. Im Moment schlage ich vor, dass Sie sich ein bisschen ablenken und entspannen. Ich kann nicht herumsitzen. Vielleicht brauchen die Blutdrachen ja etwas Hilfe. Sie schließen sich der radikalen Linken an? Trent, ich habe keinen Auftrag mehr. Ich werde sehen, wie die andere Seite lebt. Ihnen würde es auch nicht schaden, eine Weile rauszugehen und ein paar Missionen anzunehmen. Wir könnten durchaus noch länger hier sein. Keine Sorge, ich lasse Sie wissen, wenn wir was hören. Okay, also geht's jetzt wieder mal als Freelancer weiter und wir haben nichts erreicht sozusagen. Schade eigentlich. Stufe 15 haben wir jetzt erreicht.
Schön, Sie gesund zu sehen, Trent. Danke. Ah, das hier, was haben Sie plötzlich? Hab kürzlich was gehört, falls Sie sich stark genug dafür fühlen. Was meinen Sie? Nur zu. Also das hier habe ich gehört. Unsere Bewegung ist sehr alt und begann im Jahr 321 NS mit dem Sakuraku. An diesem schicksalsträchtigen Tag wurde der Shogun Hideyoshi vom Militär gestürzt, das von Samura unterstützt wurde. Unsere Vorfahren waren die königlichen Wachen des Shogun. Sie kämpften tapfer, mussten aber aus dem Palast fliehen, als klar wurde, dass Samura die Oberhand gewinnen würde. So entstanden die Blutdrachen, die sich der endgültigen Entfernung des Geschwürs namens Samura aus Kusari verschrieben haben. Das war's wert, danke. Gut so, bis später. Hintergrundinformationen sozusagen. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Gouverneur Takagi kehrte nach seinen ausführlichen Gesprächen mit Kanzler Niemann auf Neu-Berlin nach Haus zurück. Zwar sind den normalerweise lebhaften Gouverneur die Strapazen der Reise anzumerken, doch scheint das eigentliche Treffen ein voller Erfolg gewesen zu sein. Als Zeichen guten Willens brachte der Gouverneur 150 Kusari-Bürger mit, die in Rheinland als Geisel festgehalten worden waren. Die restlichen Geiseln sollen stufenweise auf freien Fuß gesetzt werden. Aha. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir möglicherweise im Frachtraum haben, wenn wir überhaupt was haben. Ja, Oxygen. Na gut. Und jetzt müssen wir erstmal unser Schiff wieder heil machen. Das geht ja so nicht. Abgeschlossen. Alles kaputt. So, jetzt müssen wir nachrüsten, weil jetzt haben wir ja eine Waffe verloren. Sonst noch was verloren? Ne, nur die Skyrail. Klasse 4. Ich könnte einen Tonto Klasse 5 mit reinmachen. Rumpfschaden 40, Schildschaden 20. Reichweite 600, 750 ms Geschwindigkeit. Schussrate 8,33. Naja, nehmen wir den halt. Ja. So, was brauchen wir noch? Schildbatterien brauchen wir noch. Noch eine optimierte schwere Schubdüse. Schildklasse 6 kann ich hier ja nicht. Ach doch, kann ich sogar schon einbauen auch. Aber da habe ich nicht genug Geld. Hey. In Frachtraum geladen. So. Gut, und jetzt gucken wir noch, was die hier für Schiffe haben. Warum ist denn der leichte Jäger Hawk hier? Naja, ist Einkaufs- und Verkaufspreis, ne? Meins trotzdem besser. Gut. Naja, und beim nächsten Mal verdingen wir uns dann als Freelancer wieder. Für heute haben wir es glücklich hierher geschafft. Also sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.